Wir wollen nun zu einem Satz kommen, der uns für explizit gegebene gewöhnliche Differentialgleichungen erster Ordnung unter gewissen Voraussetzungen, Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen gibt. So, bevor wir den formulieren und beweisen können, brauchen wir noch ein bisschen Vorbereitung. Und zwar fangen wir mit einem Begriff an, den wir bestimmt aus der linearen Algebra kennen. Das ist der Begriff der Norm. Und zwar sei V bei uns jetzt hier ein reeller Vektorraum. Und da gibt es eine Abbildung, die wir oft wie den Betrag schreiben. Die geht von V in die reellen Zahlen. Und die heißt Norm auf V, falls die folgenden Eigenschaften erfüllt sind. Und zwar einmal muss sie positiv definiert sein. Das heißt, dass die Norm von x immer größer gleich 0 ist für alle x in unserem Vektorraum. Und dass genau dann die Norm gleich 0 ist, wenn schon der Vektor gleich 0 war. So, dann nennen wir sie positiv homogen. Das bedeutet, für alle x in unserem Vektorraum und für alle Lambda im zugehörigen Körper, also bei uns die reellen Zahlen, wenn wir das x skalieren, also Lambda mal x, nehmen und davon die Norm bilden, dann ist es das gleiche, als wenn wir die Norm von x nehmen mal den Betrag von Lambda. Also hier jetzt der Betrag als reelle Zahl. Also hier in dieser Gleichung wird zwar jedes Mal die Betragsstriche geschrieben, aber die ganz linken und die ganz rechten Betragsstriche sind die Norm auf dem Vektorraum V und die Betragsstriche um den Lambda ist einfach die Norm, die euklidische Norm auf R. Und dann muss die Dreiecksumgleichung noch gelten, und zwar, dass die Norm von x plus y ist immer kleiner gleich Norm von x plus Norm von y für alle xy im Vektorraum. Und wenn wir so eine Norm haben, dann nennen wir V zusammen mit dieser Norm einen normierten Raum. Und wenn jetzt das eine Norm ist auf V, dann können wir damit V auch immer zu einem metrischen Raum machen, denn dann definiert D von xy als Norm von x minus y eine Metrik auf V. Ja, wir sagen dazu die durch die Norm induzierte Metrik. Das heißt, wenn wir einen normierten Vektorraum haben, dann ist das immer automatisch mit dieser induzierten Metrik ein metrischer Raum. Und deshalb können wir dort fragen, ob der vollständig ist, ja oder nein. Vollständig hieß, jede Cauchy-Folge konvergiert in diesem Raum. Und wenn dieser normierte Vektorraum vollständig ist, also vollständig bezieht sich jetzt auf dieser Vektorraum als metrischer Raum mit der induzierten Metrik, wenn wir also einen vollständig normierten Vektorraum haben, dann nennen wir den einen Banachraum. Machen wir mal Beispiele dazu. Die meisten der metrischen Räume, die wir bis jetzt hatten, da entstand die Metrik in Wirklichkeit aus einer Norm. Also auf C0 AB nach R hoch N, das sind alle Funktionen von AB in R hoch N stetig. Dort ist folgendes eine Norm, die bezeichnen wir jetzt hier mal mit so einem Doppelbetragsstrich und einer C0 oder manchmal auch mit einem Doppelbetragsstrich und da unten nur ein Endlichzeichen. Das ist das Supremum über alle x in AB vom Betrag von f von x. Und das ist eine Norm auf diesem Vektorraum C0 AB nach Rn. Das kann man leicht überprüfen, muss man nur die Eigenschaften
sich angucken, sieht man eigentlich gleich. Analog ist C1 von AB nach RN, F geht von AB nach RN, F stetig differenzierbar. Das ist ja auch ein Vektorraum und darauf ist FC1 als das Supremum x in AB, Betrag von f von x plus Betrag von f' von x, eine Norm. Wir haben diese Räume schon mal betrachtet für n gleich 1. Zusammen mit einer Metrik, die durch diese Norm indiziert wurde. Da haben wir das nur noch nicht gesagt, dass die aus Normen kommen. Und diese beiden normierten Vektorräume sind Banachräume. Für n gleich 1 hatten wir das mal in der Übungsaufgabe. Das heißt, wir müssen uns noch überlegen, dass für n größer 1 das eigentlich keinen Unterschied macht. Und wir überlegen uns das mal für C0. Und das ist nicht viel Arbeit, weil es einfach was damit zu tun hat, dass wir das jetzt einfach komponentenweise betrachten können. Und zwar sei Fi in C0 AB nach R hoch N eine Cauchy-Folge. Also Cauchy-Folge bezüglich der von dieser C0-Norm induzierten Metrik. So, wenn das eine Cauchy-Folge ist, dann ist auch jede Komponentenfunktion eine Cauchy-Folge. Dann ist Fi, und davon nehme ich die erste Komponente, dann ist das auch eine Cauchy-Folge in C0 ABR. Da die Norm der ersten Komponente, die C0-Norm der ersten Komponente immer kleiner ist als die C0-Norm der gesamten Funktion. Weil das einfach für das euklidische Skalarprodukt gilt, dass der Betrag einer Koordinate kleiner gleich ist des Betrages des gesamten Vektors. So, aber von C0 AB nach R, da wissen wir, dass das ein Banachraum ist. Das hat meine Übungsaufgabe. Also besitzt diese Folge eine konvergente Teilfolge. Diese Teilfolge sei mal Fi, J und davon die erste Komponentenfunktion. So, und jetzt nehmen wir diese Teilfolge und gucken uns für Fi, J jetzt die Folge, die aus den zweiten Koordinaten von Fij besteht. Und dann ist das aber auch wieder eine Cauchy-Folge, weil ja Fij eine Teilfolge von Fi ist, was eine Cauchy-Folge ist, in C0 ABR. Also besitzt auch die wieder eine konvergente Teilfolge. Das ist ein FIJK. Und so kann ich das weiterführen, bis ich am Ende habe, eine Teilfolge, nennen wir die einfach mal FJL, von FI.
deren Komponenten alle konvergieren und damit konvergiert auch schon diese Teilfolge in C0 ABR hoch N, weil eine vektorwertige Folge konvergiert, wenn alle Teilfolgen konvergieren. Also ist C0 AB nach R hoch N ein Banachraum. Und analog geht das genauso, muss man gar nichts ändern, für C1 ABR hoch N. Nun, wir gucken uns jetzt hier einfach immer nur C0 und C1 an, aber wir könnten das jetzt auch mit CK machen, dann würden wir fordern, dass FK mal stetig differenzierbar ist und dann würde in der zugehörigen CK-Norm dann hier halt die Summe bis zur Kartenableitung stehen. Das machen wir jetzt aber nicht. Würde aber gehen. So, das heißt, wir haben jetzt hier zwei Beispiele von Banachräumen. Also insbesondere von normierten Räumen. Und gesehen, dass normierte Räume sind immer metrischer Raum. Jetzt kann man sich andersrum fragen, kommt denn jede Metrik auf einem Vektorraum von einer Norm auf diesem Vektorraum? Und die Antwort ist nein. Was ist da ein Beispiel? Ein Beispiel ist wieder unsere Eisenbahnmetrik auf R2. Und was war das nochmal? Es gab Paris und alle Züge fahren über Paris. Das heißt, wenn wir zwei Punkte haben, die auf einer Ursprungsgeraden durch die Null, also durch Paris gehen, also zum Beispiel der und der, dann wird der Abstand einfach so wie im R2 realisiert. Wenn wir aber zwei Punkte haben, die nicht auf einer Ursprungsgerade gehen, dann wird der Abstand realisiert, indem wir einmal durch den Ursprung fahren. Na, das ist die Eisenbahnmetrik. So, und ich behaupte jetzt, die Eisenbahnmetrik kommt nicht von einer Norm. Wie zeigen wir das? Angenommen, nennen wir sie mal D. D kommt von einer Norm. Bezeichnen wir mal so auf R2. Was wäre dann? Dann muss natürlich die induzierte Metrik, also unsere Eisenbahnmetrik, von x nach y einfach diese Norm von x minus y sein. Das muss jetzt für alle x und y gelten. Das heißt insbesondere für y gleich 0. Dann haben wir das stehen, dass die Norm, die wir suchen, von x, muss der Abstand von x zu 0 sein in der Eisenbahnmetrik. Der Abstand von x zu 0 in der Eisenbahnmetrik ist aber einfach die euklidische Norm. Auf R2. Also hätten wir, dass die Norm, also dieser Doppelbetragsstrich, von der die Eisenbahnmetrik kommen müsste, das müsste die euklidische Norm sein. Ja, das kann aber nicht sein, weil die euklidische Norm die induziert die euklidische Abstandsfunktion und nicht die Eisenbahnmetrik.
Das heißt, unsere Annahme war falsch und unsere Eisenbahnmetrik kann nicht von einer Norm kommen. Machen wir noch ein Beispiel, was wir gleich brauchen werden. Und zwar sei groß R mal größer als 0, Y 0 im R hoch N, A eine reelle Zahl und Alpha auch nochmal größer als 0. Und jetzt betrachten wir einen Raum, wird eine Teilmenge sein von einem der Banachräume, die wir gerade hatten. Und zwar sollen das alle Funktionen sein auf dem Intervall a bis a plus Alpha in den abgeschlossenen Groß R-Ball um Y 0. Ne, also das ist eine Teilmenge vom R hoch N. Und das F soll stetig sein und F von A soll Y 0 sein. Das heißt, das ist eine Teilmenge von C 0 A bis a plus Alpha, das abgeschlossene Intervall in den R hoch n. Und wir betrachten E zusammen mit der C0-Norm von eben oder die wir auch mit unten unendlich betrachten und dann Supremumsnorm nennen. Das sind verschiedene Namen für das Gleiche. Und damit ist es natürlich ein metrischer Raum. Als Teilmenge des anderen metrischen Raums ist ein metrischer Raum. Aber nicht jede Teilmenge ist automatisch vollständig, ne? Kennen wir ja von R, ne? Nicht jede Teilmenge von R. Ja, jede Teilmenge von R ist mit dem euklidischen Abstand natürlich selbst wieder ein metrischer Raum, aber das ist nicht gleich vollständig, ne? Beispiel Q. So, aber ich behaupte jetzt, das E ist wieder vollständig. Und damit ein Banachraum. So, wie sehen wir das? Sei Fi in E eine Cauchy-Folge, dann ist Fi natürlich auch Cauchy-Folge im größeren Raum. Wo wir ja wissen, dass das ein Banachraum ist. Und da dies ein Banachraum ist, gibt es eine konvergente Teilfolge. Das ist mal FIJ, wo die für J gegen unendlich gegen ein F in C0 AA plus Alpha RN geht. Und alles, was wir zeigen müssen, ist, dass das F eigentlich wirklich schon in E liegt. Ne, weil dann hätte auch jede Cauchy-Folge in E eine in E konvergente Teilfolge. So, das heißt, wenn wir in die Definition von E nochmal gucken, was bleibt zu zeigen? Es bleibt zu zeigen, dass der Bildbereich von F der richtige ist und wir in diesem abgeschlossenen R-Ball landen. Und dass f von a y 0 ist. Ja, aber da wissen wir, dass die Konvergenz fij in f in C0 impliziert insbesondere punktweise Konvergenz. Weil die Konvergenz in C0 ist ja in Wirklichkeit gleichmäßige Konvergenz und gleichmäßige Konvergenz impliziert punktweise Konvergenz. Das heißt, aus Fi hat als Bild nur Punkte, die im abgeschlossenen R-Ball um Y0 liegen und Fi von A ist Y0 folgt, dass auch F nur ein Bild haben kann, was im
abgeschlossen R-Ball und Y0 liegt und f von a gleich Y0 ist. Und damit sind wir fertig und f muss in e liegen. Das heißt, das ist als Teilmenge unseres C0-Banachraums auch wieder vollständig und damit ein Banachraum. So, nachdem wir jetzt wissen, was ein Banachraum ist und auch ein paar Beispiele gesehen haben, können wir jetzt einen lokalen Existenz- und Eindeutigkeitssatz für explizite gewöhnliche Differentialgleichungen erster Ordnung hinschreiben. Das wird der Satz von Pika-Lindelöf sein. Und der lautet wie folgt. Wir haben eine Teilmenge G von R kreuz R hoch N, die ist offen. Y0 haben wir im R hoch N, groß R größer 0. Und G soll enthalten das Intervall A, B abgeschlossen, kreuz dem abgeschlossenen R-Ball um Y0. Und dann nehmen wir an, wir haben eine Funktion f von g nach r hoch n, die ist stetig und Lipschitz stetig in der zweiten Komponente. Was bedeutet das? Das bedeutet, es gibt eine konstante L größer als 0, sodass für alle x, y1, x, y2 in dem Definitionsbereich g gilt, dass der Betrag von f von x, y1 minus f von x, y2 kleiner gleich ist diese Lipschitz-Konstante L mal den Betrag von y1 minus y2. Na, also wie Lipschitz nun das f nicht als Funktion insgesamt Lipschitz sein soll, sondern nur in der zweiten Komponente, wobei aber die Lipschitz-Konstante nicht von der ersten Komponente abhängen darf. So, und dann definieren wir groß M, das ist einfach das Maximum von f auf diesem Teil des Definitionsbereichs, der abgeschlossenes Intervall AB kreuz abgeschlossener R-Ball um Y0 ist. Und dann definieren wir die Zahl Alpha als das Minimum von B minus A und R durch M. Und die Behauptung ist jetzt, dann existiert genau eine Lösung Y des Anfangswertproblems Y' von x ist gleich f von x, y von x mit dem Anfangswert y von a gleich y0. Und zwar existiert diese Lösung auf alle Fälle auf dem abgeschlossenen Intervall a, a plus alpha und bildet in den abgeschlossenen R-Ball um y0 ab. So, der analoge Satz. Der Satz gilt analog auch linksseitig. Also wenn b kleiner als a ist und dann existiert die Lösung auf a minus alpha bis a. Den Satz werden wir gleich beweisen. Aber was den Satz so nett machen wird, ist Folgendes. Der sieht jetzt aus wie so ein abstrakter Existenzsatz. Da gibt es keine Aussage darüber, wo die Lösung herkommt. Oft ist es bei solchen Sätzen normalerweise dann schon so, dass auch der Beweis darüber keine Aussage trifft. Also normalerweise sind Sätze, die so formuliert sind, wirklich auch reine Existenzaussagen. Nichts darüber, wie man diese Lösung konstruiert. Aber das Tolle an diesem Pika-Lindelöf ist, dass dieser Beweis kommt mit einer Konstruktion von Approximationen der Lösung. Und das wird die sogenannte Pika-Iteration sein, wie wir gleich sehen werden. So, weil was ist die Idee? Die Idee für den Beweis ist, wir machen aus dieser Differentialgleichung eine Integralgleichung, indem wir integrieren vom Anfangswert a bis irgendeinem x. Wenn wir das machen, haben wir auf der linken Seite a bis x im Integral y' von sds ist das Integral von a bis x f von s, y von s ds.
So, und auf der linken Seite, das kann man wieder einfach ausrechnen, das ist y von x minus y von a, und y von a ist aber y0. Das heißt, wir haben stehen, y von x ist gleich y0 plus das Integral ax f von s, y von s ds. Das heißt, das y, was wir suchen, das taucht sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite auf. Und die Idee, das zu lösen, ist, ein Fixpunktproblem zu benutzen. Dass man sagt, okay, y0, also die erste Annäherung an die Lösung, ist einfach der Anfangswert. Und wenn ich jetzt schon die Karte-Annäherung habe, dann soll der k plus erste die k plus erste Approximation an die Lösung soll sein y0 plus das Integral von a bis x f von s yk von x s ds. Und so kann ich eine Folge von yks haben. Und wenn ich zeigen kann, dass das konvergiert, dann wäre meine Lösung ein Fixpunkt dieser Gleichung und damit eine Lösung dieser Integralgleichung und damit, wenn ich das wieder differenziere, eine Lösung der ursprünglichen Differentialgleichung. Ne, das ist die Idee. Ne, und die wird auch gleich funktionieren, die werden wir gleich machen im Beweis. Aber insbesondere sagt uns das dann am Ende, wenn das funktioniert, dass das hier natürlich eine Methode ist, um Approximationen von Lösungen meiner Differentialgleichung zu finden. Das ist also eine konstruktive Sache. Das wird dann Picard-Iteration genannt. Ist konstruktiv ist gut. Also auch reine Existenz ist besser als nichts. Aber was macht man dann damit, mit diesem Wissen? Wenn man das dann noch konstruieren kann, ist schon besser. Okay, also das ist die Idee und die wollen wir jetzt in den Beweis packen. Wir wollen dieses Fixpunktproblem nutzen, um uns eine Abbildung auf einem geeigneten, vollständig metrischen Raum zu bauen, einen Banachraum, sodass wir darauf dann den Banachschen Fixpunktsatz anwenden können, der uns dann die Lösung unserer Differentialgleichung geben wird. So, das ist der Plan. Auf geht's. Das heißt, wir müssen erstmal einen Banachraum nehmen und als Banachraum bietet sich an eine Teilmenge der stetigen Funktionen zu nehmen, und zwar wollen wir das y, so nennen wir jetzt hier die stetige Funktion, die geht von a bis a plus Alpha und bildet ab in den R-Ball abgeschlossen um y0 stetig und y von a soll y0 sein. Ne, mit der Supremumsnorm von eben war das ein Banachraum, haben wir gesehen. Ne, und der Vorteil, dass alles, was in diesem Banachraum ist, erfüllt schon mal den Anfangswert und geht vom richtigen Definitions- in den richtigen Wertebereich. Was einem vielleicht im ersten Moment ein bisschen verwundert, ist, dass wir nur annehmen, dass die Funktionen, die in diesem Banachraum sind, dass die nur stetig sind. Obwohl wir am Ende ja eine Lösung einer Differentialgleichung haben wollen. Das heißt, die sollte schon mindestens einmal differenzierbar sein. Aber das wird am Ende automatisch kommen und es wird uns beim Beweis nicht stören, weil wir aus dieser Differentialgleichung eine Integralgleichung gemacht haben. Ne? Und um diese Integrale auszurechnen, brauchen wir nur, dass das y stetig ist, weil das f ja auch stetig war und damit ist das integrierbar. So. Okay, also das wird der Banachraum sein, den wir benutzen und als Abbildung, auf die wir dann versuchen, unseren Banachschen Fixpunktsatz anzuwenden. Das wird nicht ganz stimmen, aber fast. Diese Abbildung
soll genau die Abbildung aus der PK-Iteration sein. Also t soll von e nach e gehen. U soll abgebildet werden auf folgende Funktion. X geht auf y0 plus Integral a bis x f von s u, s ds. Ne, also genau unsere PK-Iteration. So, jetzt müssen wir natürlich einiges überprüfen. Und zwar müssen wir überprüfen, dass unsere Abbildung wirklich wieder in E landet. Ja, sonst würde das nicht stimmen, was hier steht. So, dazu muss der Anfangswert stimmen. Also TU an der Stelle A muss Y0 sein. Gucken wir mal, ob das stimmt. Wenn wir hier für X gleich A einsetzen, haben wir hier Y0 plus ein Integral von A bis A. Und das ist auf alle Fälle 0. Das heißt, da kommt Y0 raus. Und dann müssen wir noch überprüfen, dass das Bild von dieser Abbildung TU, dass das im abgeschlossenen R-Ball um Y0 liegt. Das heißt, wir müssen angucken, was ist TU von einem X minus Y0 und müssen das abschätzen. Ja, und dann sehen wir, wenn wir einsetzen, was die Definition von TU ist, das ist Betrag vom Integral von a bis x f von s u von s ds. Und das ist kleiner gleich Betrag von x minus a mal dem Supremum von f. Und das Supremum von f ist aber groß N. Und Betrag von x minus a ist auf alle Fälle kleiner gleich Alpha, weil x ja zwischen a und a plus alpha steht. Das heißt, wir haben hier kleiner gleich alpha mal m. Und das ist aber nach Wahl von alpha, das ist kleiner gleich r. Das heißt, das Bild von TU liegt wirklich im abgeschlossenen R-Ball um y0. Das heißt, wir haben überprüft, dass t wirklich eine Funktion von e wieder nach e abbildet. So, jetzt war ja die Idee, einen Fixpunkt von dieser Abbildung t zu finden. Ja, und dazu eigentlich den Banachschen Fixpunktsatz, wenn möglichst, anzuwenden. Was braucht man für den Banachschen Fixpunktsatz nochmal? Ja, man braucht eine Abbildung von einem vollständig metrischen Raum in sich selbst, die eine Kontraktion ist. Das heißt, gucken wir doch mal, ob T im Allgemeinen eine Kontraktion ist. Für alle U, V in E gilt, dass der Betrag von TU von X minus TU von TV von X, wenn wir da die Definition von T einsetzen, haben wir jeweils Y0 plus ein Integral, das heißt, das Y0 hebt sich in dieser Differenz weg. Und es bleibt nur das Integral von a bis x, was wir gleich zusammenfassen. Und dann haben wir hier f von s, u von s minus f von s, v von s ds. Ja, und das ist kleiner gleich Betrag von x minus a mal dem Supremum von s in a, x. Betrag von f von s, u von s, minus f von s, v von s. Und da benutzen wir jetzt Lipschitz-Stetigkeit in der zweiten Komponente und kriegen das kleiner gleich, Betrag von x minus a mal l. Und dann das Supremum von Betrag von u von s minus v von s, was kleiner gleich ist, die Supremumsnorm von u minus v. Und das Betrag von x minus a, das ist immer kleiner gleich alpha. Das heißt, falls alpha mal l echt kleiner als 1 ist, wäre schon unsere Abbildung t eine Kontraktion.
und wir könnten den Banachschen Fixpunktsatz direkt anwenden. Muss aber nicht so sein, ne? Gibt keine Voraussetzung, die das irgendwie uns schenken würde. Das heißt, die Frage ist, was machen wir sonst? Ja, und sonst betrachten wir Potenzen von T. Also wir gucken uns an, Betrag von t Quadrat u von x minus t Quadrat v von x. Nun, da können wir die Abschätzung von hier oben nehmen, wobei das neue u wäre jetzt tu. Das heißt, wir haben hier das Betrag vom Integral von a bis x f von s, tu von s minus f von s tv von s ds. Und da können wir jetzt gleich anwenden. Lipschitz stetig in der zweiten Komponente, kriegen das kleiner gleich. L mal Integral a bis x, Betrag von tu von s minus tv von s ds. Und für den Integranten können wir jetzt die Abschätzung von hier oben verwenden. Das heißt, wir kriegen das kleiner gleich. L mal Integral a bis x, Betrag von s minus a, ne, weil wir müssen die hier oben für x gleich s verwenden, mal l noch einmal, kriegen wir ein l Quadrat hier vorne und dann mal Supremumsnorm von u minus v ds. Die Supremumsnorm von u minus v, die können wir rausziehen aus dem Integral auch. Das heißt, wir brauchen nur das Integral von s minus a ds. Und kommen hier auf 1/2 x minus a Quadrat l Quadrat u minus v in der Supremumsnorm. Und so führen wir das jetzt induktiv fort. Das machen wir jetzt für t hoch 3 und so weiter. Und können jedes Mal das Integral so ausrechnen und erhalten induktiv fortgesetzt erhalten wir dann das, der Betrag von t hoch k u von x minus tkv von x kleiner gleiches 1 durch k Fakultät mal x minus a hoch k l hoch k mal der Supremumsnorm von u minus v. Und x minus a ist immer noch kleiner gleich Alpha, das heißt, wir haben hier stehen 1 durch k Fakultät Alpha mal L hoch K mal U minus V in der Supremumsnorm. Das heißt, für K groß genug ist Alpha L hoch K durch K Fakultät kleiner als 1. Ne, weil wir in Analyse 1 gelernt haben, dass für k gegen unendlich geht es gegen 0. Weil die Fakultät im Nenner schneller wächst als die Potenz oben. Und damit ist für k groß genug t hoch k eine Kontraktion. Das heißt, selbst wenn t selber noch keine Kontraktion war, für k groß genug ist t hoch k eine Kontraktion. Das heißt, wir können auf t hoch k den Banachschen Fixpunktsatz anwenden. Das heißt, der Banachsche Fixpunktsatz der gibt uns ein eindeutiges U in unserem Banachraum E,
was ein Fixpunkt von TK ist, also TKU gleich U. Jetzt suchen wir aber eigentlich einen Fixpunkt von T. Und jetzt haben wir aber TU ist T von und U können wir ersetzen durch TKU. Ja, und weil es ja eine Hintereinanderausführung von der selben Abbildung ist, können wir das jetzt einfach anders klammern. TKTU. Das heißt, wir sehen, dass TU, was ja auch ein E ist, ein Fixpunkt von TK. Aber der Banachsche Fixpunktsatz gibt uns, dass dieser eindeutig sein muss. Ja, und da der Fixpunkt eindeutig sein muss, muss schon TU gleich U gelten. Ja, das heißt, U ist ein Fixpunkt von T und das ist genau das, was wir wollten. Weil damit U ein Fixpunkt dieser PK-Iteration ist und damit der Integralgleichung zu unserer Differentialgleichung. Ja, das heißt, wir haben unseren Satz von Pika-Lindelöf bewiesen.